Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, warum geht's heute? Es ist ganz einfach, und zwar möchte ich euch heute erzählen, wie ich 1500 Euro Strafe wegen YouTube bezahlt habe. Das ist kein Witz, ich erzähle euch natürlich die ganze Story dahinter. Und zwar war das ganz am Anfang von YouTube. Damals habe ich ein Format gehabt, was ich Telefonscherze nannte, Telecalling Pranks, glaube ich hieß es. Ich schneide euch das ganz kurz mal ein. Herr Design, Frau Dreikner, grüß Gott. Hallo, ich habe gerade bei Ihnen angerufen wegen dem Hund und Sie haben gesagt, ich kann ihn mit dem Rasierer rasieren. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Jetzt ist das ganze Boden voll Blut. Dieses Format hat mir die ganze Problematik eingebracht. Denn ich habe da auch beim Hahnenkamm-Veranstaltungsrennen angerufen, am Flughafen und etc. und da halt Scherze gemacht. Ich habe mir dabei einfach gar nichts gedacht. Null. Das Ding war, irgendwann läutet so an der Tür. Ja, guten Tag, Bundespolizei. So, ich stand dann so an der Tür, dachte mir so, Alter, was ist jetzt los? Was will die Polizei von mir? So, dann Aufzug kommt hoch, so drei Typen kommen daher. Herr, guten Tag, Herr W. Punkt, könnten wir bitte reinkommen? Ich sag so, ja, kein Problem, kommen Sie rein, möchten Sie einen Kaffee dabei, erzählen wir nochmal, was los ist. So, dann ging das ganze Spektakel los. Und zwar dachten die, dass ich den Hahnenkamm-Rennen mit einem Bombenanschlag gedroht hätte. Und what the fuck, Leute? Die haben ein YouTube-Video gemacht, okay? Es war auf Spaß gedacht, um Leute zu unterhalten. Abgesehen davon war es auch nicht dafür gedacht, dass ich bekannt werde. Ich hatte damals eine Aktion am Laufen, dass pro 10 Klicks oder so irgendwas so in den Dreh oder pro Abonnent was. Pro Abonnent spende ich 10 Cent an die Flüchtlingshilfe. War halt so eine Aktion von mir, nicht? Und ja, ich muss ehrlich gestehen, das ist sehr nach hinten losgegangen. Auf alle Fälle sind die dann reingekommen, haben sich so unterhalten. Dann hat er mal so ein Bild hingehalten von der Bombenattrappe. Hat sich im Nachhinein erst rausgestellt, dass es eine Bombenattrappe ist. Er fragt so, haben Sie sowas schon mal gesehen? Sag ich, nein, was soll das sein? Und der eine so, dann, die haben so auf drei Cops gemacht. Es gab zwei böse und einen netten Cops. Wie man das aus dem Fernsehen kennt, das ist jetzt kein Witz. Ich lüge euch nicht an, okay Leute? Dann, nein, habe ich noch nie gesehen. Ja, Sie haben ein iPhone. Dann sag ich, ja, hier, ich habe ein iPhone. Und? Ja, das wurde von einem iPhone fotografiert. Dann sag ich, naja. Wann ist das fotografiert worden? Dann, ja, letzten Jänner. Nicht so, letzten Jänner hatte ich gar kein iPhone, Leute. Ich hatte damals kein iPhone. Das ist Fakt. Fakt sieht so aus, dass ich dann mit musste auf das Revier. Die haben das Ganze aufgenommen, haben meinen Laptop konfisziert, mein Telefon, meine gesamten Festplatten, meine Kameras, mein iPad. Alles! Wobei ich sagen muss, im Nachhinein, ich habe damals dumm reagiert. Denn sie hatten weder einen Durchsuchungsbeschluss, noch wäre ich dazu verpflichtet gewesen, ihnen das mitzugeben. Ich habe es halt trotzdem gemacht, weil ich kooperieren wollte. Und ich wusste ja, dass ich Telefonscherze gemacht habe. Ich dachte, dass es nur um die Telefonscherze ging. Im Endeffekt ging es aber um Terrorismus. Also die dachten wirklich, ich wäre ein Terrorist. Und das ist halt wirklich so ein Punkt, wo ich mir so denke, Leute, was geht? Das Geile war halt, die haben das hauptsächlich gedacht, weil ich ein Jahr zuvor am Hahnenkamm-Rennen gefilmt habe und mich ein bisschen mit Karten und so auseinandergesetzt habe. Die dachten wirklich, das ist kein Scherz, das war eine Aussage des Polizisten. Sie haben bestimmt da angerufen und ich meine, das bringt ja gut Klicks, wenn das evakuiert wird und damit bekommen sie Aufmerksamkeit. Leute, ich bin doch nicht bescheuert, wieso sollte ich sowas machen? Really? Im Endeffekt ist das Ganze dann vor Gericht gekommen,
Der Richter hat mir dann eine Geldstrafe verpasst, die habe ich bezahlt. Das Thema ist für mich erledigt. Ich habe auch daraus gelernt. Ich mag so eine Scheiße nicht mehr. Die Anklage war übrigens Amtsanmaßung, weil ich gesagt habe, dass ich vom BMI bin, also Bundesministerium für Inneres. Und ja, daraus habe ich echt gelernt. Seitdem passe ich echt auf, was ich mache. Und ja, das war's dann für das heutige Video. Ich hoffe, Leute, ihr habt daraus was gelernt. Ja, ich verabschiede mich damit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Kommentieren nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Kommentieren. Ich möchte eure Meinung wissen. Hiermit verabschiede ich mich. Ciao!